Robin Helmert, der SC MV Rostock besteht jetzt seit 9 Jahren und ich glaube, es ist eine unverkennbare Aufwärtsentwicklung auch im Fußballsport seit dieser Zeit im Bezirk Rostock vielleicht speziell festzustellen, aber doch wohl auch überhaupt im gesamten mecklenburgischen Land, wenn man daran denkt, dass es früher im Fußballsport überhaupt keine Rolle gespielt hat. Was würden Sie dazu sagen? Nun, ich denke, man kann die Entwicklung des Fußballsportes nicht trennen von der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Bezirkes. So wie sich hier Industrieschwerpunkte gebildet haben, so entwickelten sich auch der Fußballsport, besonders stark in unserer Stadt Rostock. Der SC MV mit seinen damaligen Bilden und Heraufpflanzen von einigen Spielern aus Sachsen brachten vor allen Dingen in der Leistung einen sehr großen Aufstieg. Wenn wir die heutige Mannschaft betrachten des SC MV, müssen wir feststellen, dass der überwiegende Teil der Spieler aus dem Bezirk Rostock stammen und hier aufgewachsen sind und durch das Erscheinen des SC MV Rostock auf der Bildfläche des Fußballsports hier entwickelt worden. Und wir können heute sagen, dass in der Nachwuchsentwicklung im Bezirk eine gute Arbeit geleistet wird, weil dieses große Vorbild der SC MV Rostock besteht. Können Sie dafür vielleicht einige Zahlen auch angeben? Einmal, wenn wir mannschaftsmäßig das sagen, sind die Mannschaften in den letzten 7 Jahren der Männermannschaften um rund 40 aktive Mannschaften gewachsen. Aber darüber hinaus gibt es über 300 Mannschaften, die im Volkssport ständig im Bungspielbetrieb, in den Betrieben, in den Kreisen, in den Städten ihren Fußballsport treiben. Die Zuschauerkulisse beweist ja, dass gerade in der Frage der Heranwicklung von sportbegeisterten Anhängern, Zuschauern, Rostock ein gutes Beispiel gibt. Und das ist nicht zu trennen von der Leistung des Fußballsports in unserem Bezirk. Denn dort, wo gute Leistungen gebracht werden, gibt es auch eine gute Kulisse. Und wir sind nicht umsonst eine der Städte, die mit die größte Zuschauerkulisse hat. Könnten Sie vielleicht noch ein paar ganz kurze Gedanken äußern über andere Städte im Bezirk Rostock? Nun, wir haben eine gute Entwicklung im Sport in Wismar. Die DSG Wismar vor allen Dingen in der Jugendarbeit. Wir wissen ja, dass sie zweimal hintereinander den FDGB-Pokal der Jugend gewonnen hat. Eine gute Entwicklung in Greifswald. Denn jetzt in der Oberliga-Kollektiv stehen zwei Spieler Greifswald, die erst im letzten Jahr hierher delegiert wurden. Und Greifswald gehört seit Jahren der ersten Liga an. Eine gute Entwicklung in Wolgast, Stralsund und auch in Kreis Rügen, Sassnitz und Bergen.